Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Heute mal mit was Neuem. Und zwar so eine Top-Liste. Gibt's eigentlich überall. Habe ich auch in Yu-Gi-Oh! Früher immer gemacht, aber jetzt für Pokémon Go habe ich das YouTube-technisch noch nicht viel gesehen. Und zwar, also heute ist das Thema Elektro-Pokémon. Seht ihr eh am Titel und jetzt hier am Bild. Was eigentlich recht leicht ist, weil da gibt's noch nicht so viel Auswahlmöglichkeiten, aber so zum Beispiel bei Eis, da gab's auch schon ein paar Diskussionen. Und da habe ich auch bemerkt, dass viele Spieler da nicht wussten, inklusive mir selber, was zum Beispiel momentan das beste Eis-Pokémon ist. Ist es noch Lapras? Wie gut ist Arctos? Und was kann Valgeisa jetzt zum Beispiel? Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, starte ich diese Listenreihe, heute halt mit Elektro. Hatte ich auch letztens die Idee, wo ich Makuhita, wie heißt der? Hariyama, genau, die Weiterentwicklung abgecheckt habe. Vergleicht mit Machomai und dann zum Beispiel die Top 5 Kampf-Pokémon oder so. Aber auch Top 5 KP-Pokémon, weil der hatte überraschend viel. Also er war nicht in den Top 5, aber er war in den Top 10 oder so. Also für KP mache ich dann vielleicht Top 10 Pokémon. Also ein paar Listen werden ziemlich offensichtlich sein, so wie jetzt zum Beispiel Donner. Und ein paar werden dann meiner Meinung nach recht interessant. Aber heute jetzt eben die Donner-Liste oder Elektro. Und da fangen wir mit Platz 5 an. Oder fangen wir mit ein paar Sachen an, die noch genannt werden könnten. Ein paar, die es nicht ganz in die Top 5 geschafft haben. Zum Beispiel Lantern, Electek und Voltenso oder so. Raichu. Weil Elektroball, weil ansonsten abgesehen von denen gibt es eigentlich gar keine Auswahl mehr. Alles andere sind halt nur Vorentwicklung. Dann haben wir die Electek, Raichu, Elektroball, Voltenso, Lantern. Lantern zum Beispiel echt wenig ATK. Und der Rest hat relativ wenig KP und sowas und relativ wenig CP. Auf jeden Fall auf Platz Nummer 5 haben wir da Ampharos. Ampharos früher eigentlich echt gehypt. Vor allem bevor Gen 2 rauskam. Voltilam für eine Zeit lang auch ziemlich selten. Eigentlich immer noch ziemlich selten, aber durch die ganzen Safari-Zone-Events, wo überall Voltilam war. Für mich persönlich und für viele, die da hingefahren sind, Voltilam und dementsprechend Ampharos gar nicht mehr selten. Leider nie wirklich gut gewesen. Deswegen habe ich bisher auch noch keinen entwickelt und gepusht und gemaxt, obwohl ich 300 habe. Also einen werde ich demnächst auf jeden Fall für euch entwickeln, aber pushen und maxen sieht bisher ziemlich schlecht aus. Hat Attack 211, aber der Rest ist nicht so überragend bei ihm. Dann haben wir auf Platz Nummer 4 Magneton. Falls ihr schon öfters gekämpft habt, Arenen oder auch Raids oder so, und eure Top-Pokémon schon verletzt oder gestorben sind, dann habt ihr vielleicht bemerkt, dass Magneton dann immer ausgewählt wird. Weil so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Attack 223. Defense auch. Höher als Ampharos. Nur Stamina, also KP, Ausdauer. Also der stirbt ziemlich schnell. Aber bevor er stirbt, kann er noch ein bisschen austeilen. Und Stahl, er ist ja Elektro-Stahl. Stahl ist ein Typ, der ziemlich unterschätzt wird. Hat hier und da ein paar Vorteile. Dann haben wir auf Platz Nummer 3 Blitzer. Was ziemlich klar ist. Blitzer allgemein eigentlich ziemlich gut. Defense im Vergleich zu Magneton auf 201, also über 200. Max CP oder WP auf Deutsch 2730. Ist solide. War sehr lange das beste Donner-Pokémon, ist das beste Donner-Pokémon, abgesehen von den Legendären natürlich. Attack 232, was schon ganz ordentlich ist. Hält mehr aus als Magneton mit 130, aber immer noch nicht viel. Ihr wisst, Blitzer stirbt so schnell. Leider. Aber an sich ein sehr solides Donner-Pokémon. Und wie gesagt, abgesehen von den Legendären, momentan das Beste. Auch wenn es eh nicht viel Auswahl gibt. Dann auf Platz Nummer 2 haben wir mit einer Max-WP von 3330 Zapdos. Theoretisch hat er mehr Angriff als Nummer 1, Raikou, mit 253, was halt schon extrem ist. Aber er hat halt ein paar andere Werte ein bisschen schlechter und die Movesets zählen natürlich auch. Und Zapdos hat da leider einen schlechteren Moveset bekommen. Obwohl Zapdos mehr Angriff hat, ist er im Gesamtpaket halt eben schlechter, bisschen schwächer, aber auch nur echt ein bisschen nur als Nummer 1. Und jetzt haben wir Nummer 1, habe ich gestern auf Max gepusht. 98% und zwar mein Raikou. Oder allgemein Raikou ist auf Platz Nummer 1. Mit einer Max-WP von 3349. Angriff nur 241, aber wie gesagt, der hat die besseren Moves als Zapdos. Ansonsten wäre Zapdos klar Nummer 1. Und er hält halt ein bisschen mehr aus als Zapdos. Was ihn eben im Gesamtpaket ein bisschen besser macht. Hier im Rating von GamePress hat er 5 von 5. Zapdos nur 4,5 von 5. So, das war's mit den Top 5 Elektro-Pokémon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da nicht allzu genau auf die Pokémon eingegangen bin und
Ich weiß nicht, ob ich da hätte mehr erzählen können, aber irgendwie, Pokémon gibt da nicht so viel her, also das ist nicht so detailliert und so, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, kompliziert, so wie andere Spiele. Also wir haben echt da wenige Statistiken, wir haben halt Angriff und WP und ab und zu entscheiden halt die Movesets und das war's. Also Pokémon ist jetzt da nicht so kompliziert wie manche andere Spiele, deswegen, und ist halt auch nicht so gebalanced, also wir haben halt drei, die gut sind und der Rest ist halt richtig schlecht. Also mal schauen, wie die Listen so ankommen werden und wie ich das demnächst noch ausbauen und verbessern kann für die nächsten Listen. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, wie euch das gefällt, das Format, und über welchen Typen oder welche Liste ich als nächstes machen kann. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.